Ja, wir gucken mal. Ne? Wir haben viele Real-Fans hier auf dem Monitor, denn wir schauen auch in die Wohnzimmer unserer Fußballfans. Und ich sehe Nils Kern, Chefredakteur von realtotal.de. Nils, und ich habe natürlich nachgeguckt, was du heute getippt hast. Und du glaubst nicht mehr ans Weiterkommen. Du hast 1-1 getippt. Ich sag mal so, ich habe mich ein bisschen kleidungstechnisch angefasst. Ich sehe tatsächlich für Real Madrid schwarz heute, weil wir von Real Total waren ja auch beim Hinspiel dabei im Bernabeu und irgendwie City war da so abgezockt, so reif auch der Auftritt, dass ich glaube, das lassen sie sich heute nicht mehr nehmen. Real Madrid war die letzten Woche defensiv, haben sie voll überzeugt, offensichtlich war das oft minimalistisch und ohne Offensivwaffe und Mentalitätsmonster Ramos, glaube ich, wird das heute nicht für Real Madrid. Deswegen mein Tipp, 1-1. Nehmen wir so zur Kenntnis. Ramos ist gesperrt und jetzt habe ich schon angesprochen, viele Real-Fans, aber einen Manchester City-Fan haben wir auf dem Monitor. Maximilian ist es, Mitglied auch bei Manchester City. Wann entstand die Liebe? Didi Hamann, glaube ich, war nicht mehr schuld. Ne? Da ist Hamann zu alt und du zu jung. Nein, es ging los 2010, als David Silva von Valencia zu Manchester City wechselte. Und dann kamen viele Lieblingsspieler wie Aguero, Yaya Touré, oder auch später Kevin De Bruyne dazu. Und spätestens 2012 mit der Last-Minute-Meisterschaft hat mich das City-Fieber dann gepackt, sodass ich jetzt auch schon mehrmals in Manchester drüben war und ein Spiel besucht habe. Also dann, schauen wir es uns gemeinsam an. Real Madrid wieder im Spiel und wir haben noch weitere Reaktionen für Sie. Das Ganze gemischt. Anhänger von Manchester City und Real Madrid, bitteschön. Ach so, ich dachte, man hört sie, aber man hört sie nicht. Also wir können den Ton quasi nachmachen. Ah, jetzt hören wir sie doch. Da ist der Ton. Ich würde sagen, die Reaktionen sind unterschiedlich, überraschenderweise. Oh, der junge Mann oben von Manchester City, der ärgert sich aber mächtig über den Gegentreffer von Herrn Benzema. Hier, das oben links ist auch Wolf Fuß, oder? Also, soweit ich weiß zumindest. Wir haben ein paar Reaktionen für Sie zu Hause und zwar eben von Fans von Manchester City und von Fans von Real Madrid. Wir sind gespannt, ob der junge Mann in der Mitte oben sich ähnlich verhalten hat. Oh, er ist aufgewacht. Er ist aufgewacht. Wer oben links? Nee, der zeigt gar keine Regung. Aber jetzt schaut doch mal bitte mit der Kappe oben links. Das ist doch wohl Fuß. Lächerlich. Absolut lächerlich. Oh, das war ein Kommentar von da. Ich muss mal ein bisschen näher hingehen. So was Schlechtes habe ich selten gesehen. Ich glaube, er meinte Real Madrid. Und du erinnerst dich vor dem Spiel, wir hatten ja viele Real-Fans auf unserem Monitor, haben ja in die Wohnzimmer geguckt und einen Manchester City-Fan, der dann auch noch einen zweiten jungen Mann zu sich geholt hat, Maximilian. Und jetzt schauen wir mal, wie er gejubelt hat, als alles klar war. Bildmitte oben, während es in den anderen Zimmern nicht ganz so stimmungsvoll zuging. Maximilian. Also. Ja, war ein super Spiel mit einer recht soliden Grundeinstellung. City gestartet, defensiv gut gestanden, hat auf die Fehler von Real gewartet und ich denke, in 180 Minuten geht das Ergebnis dann in Ordnung. Ja, und bist du mit unserer Analyse einverstanden? Gabriel Jesus beispielsweise extrem giftig auch gespielt heute. Auf jeden Fall. Also Jesus ist immer sehr laufbereit und kampfbereit und das hat er heute mal wieder gezeigt. Er trifft nicht so viel, aber heute, wie im wichtigen Spiel, hat er mal wieder gezeigt, was er kann. Also, dann genießt noch den restlichen Abend, guckt noch ein bisschen mit uns Fußball und dann geht's in Lissabon weiter. Und bei Real haben wir ja gesehen, Nils, Chefredakteur, realtotal.de, total am Boden, Nils. Aber du hast es ja schon geahnt, ne? Ja, am Boden bin ich nächstes Mal. Gut verdient, über 180 Minuten war City die bessere Mannschaft. Von Real war das heute zu wenig Risiko, zu viel Standfußball. Hazard nicht in Form, nicht selbstbewusst. Also ich habe es mir schon befürchtet. Und dass die gute Saison dann so zu Ende geht, ist schade. Aber naja, man ist ja trotzdem noch Meister und kann sich über zwei freuen. Also alles in Ordnung. Also in diesem Sinne, auch euch und dem Rest der Gang noch einen schönen Restabend. Und in diesem Sinne, tschüss und danke, dass ihr dabei wart. Grüße. Danke.